willkommen an alle Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz und wo immer Sie uns zuschauen. Ich freue mich riesig, heute das Thema Fördermittel für Sie zu präsentieren. Denn haben Sie schon mal einen Antrag gestellt oder noch nie darüber nachgedacht? Ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite einen Kenner dieses Fachs. Er begleitet Menschen durch den Förderdschungel, denn es gibt viele Fördermittel. Und damit Sie mehr davon erfahren, ist er heute an meiner Seite. Ich begrüße Sie recht herzlich, Kai Schimmelfeder. Hallo Frau Otto. Sie sind, wie ich gerade schon gesagt habe, jemand, der große Unternehmen unterstützt, Fördermittel zu bekommen. Und liebe Zuschauer, jetzt bleiben Sie bitte dran, denn Herr Schimmelfeder unterstützt auch Solopreneure, das weiß ich. Sie unterstützen Menschen, die Franchise-Nehmer sein wollen, ja, oder Unternehmen von anderen kaufen wollen vielleicht sogar. Auch, ja. Und soweit ich weiß, gibt es auch noch viel, viel mehr Möglichkeiten, Förderungen zu beantragen. Das wird sicherlich den Rahmen der Sendung sprengen, aber wir wollen ein bisschen den Weg öffnen, damit Fördermittel interessanter werden für unsere Zuschauer. Ja, gerne. Was hat Sie eigentlich bewogen, diesen Weg zu gehen? Also das ist ja nicht so das Thema, wo man sagt, das treffe ich mal so eben und ich kümmere mich darum. Was war so der auslösende Faktor für Sie, dass Sie gesagt haben, Fördermittel, das ist mein Steckenpferd? Ja, das ist schon über 20 Jahre her. Ich habe mein erstes Unternehmen kaufen wollen und hatte auch ein bisschen Eigenkapital selber, aber für den gesamten Kaufpreis war es einfach zu wenig. Und habe ich mich monatelang damit beschäftigt, wie man das machen kann. Und das ist der Hintergrund. Dann habe ich die Fördermittel gefunden. Mhm. Damals gab es das wie heute auch, so ein Dschungel. Es gibt keine Zentralstelle. Mhm. Also musste ich wirklich von Stück für Stück das zusammenarbeiten. Und dann habe ich gedacht, na, das kann ja nicht alles gewesen sein. Das muss man auch anderen Unternehmen zeigen, weil die wirtschaftlichen Vorteile sind einfach gigantisch. Was ist für Sie Erfolg, wenn man sagt, Fördermittel anderen nahe zu bringen? Sicherlich ein großer Aspekt in Ihrem Leben. Aber wie definieren Sie Erfolg? Zeit. Mhm. Völlig freie Zeit zu haben für Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Mhm. Die Vorstufe dazu ist, unternehmerischen Erfolg, unternehmerische Freiheit zu haben. Und deswegen ist das Thema Fördermittel für mich komplett damit verbunden. Das ist ja oft so auch das Bild zu haben, wie komme ich an Gelder heran. Ja. Das stresst ja auch, aber trotzdem will ich ja auch die Zeit und die Lebensqualität haben. Wenn ich betrachte, dass Sie sagen, Sie sind Fördermittelexperte jetzt seit über 20 Jahren, ja, Solopreneure, Unternehmer, Franchise-Nehmer, es ist ja eine ganze große Bandbreite, da frage ich mich so, trauen sich die Leute keinen Antrag zu stellen oder sind die unwissend? Was fehlt da? Das hat sich eigentlich in den letzten 20 Jahren, ich komme wieder auf die Zeit zurück, Sie merken das, nicht so viel gerne. Es sind immer mehr Förderprogramme dazugekommen. Mhm. Als ich mal gestartet bin, da waren es so 950 damals schon, verschiedene Förderprogramme. Da musste man sich schon durcharbeiten, schon einzeln. Ja. Und heute haben wir eine Datenbank mit über 5100 Programmen. Oh. Das ist einfach dann auch stressig, damit auch das Richtige auszuwählen. Und dann das Tagesgeschäft eines Unternehmers hat oftmals nicht die Zeit, sich da intensivst mit zu, auch gesichert mit zu beschäftigen. Und dann geht der Schritt zurück. Ja. Und dann macht man das im normalen Tagesgeschäft und dann geht das unter. Ja. Ich habe mich vor der Sendung viel mit Unternehmern unterhalten und gesagt, oh, Fördermittel, ja, habe schon auch mal einen Antrag gestellt, aber ist nicht durchgegangen. Ja. Was sind die größten Fehler, die da passieren? Die größten Fehler ist, dass zu wenig Vorbereitungszeit, muss man ganz klar sagen. Es wird zu knapp vorbereitet. Dann schleichen sich ganz normal ja auch Fehler ein. Und dann merkt man, ja, es gelten einfach Qualitätsstandards, indem man sich gut vorbereitet. Lange, lange Zeit davor. Das ist so der Kernfehler, dass sich das Unternehmen nicht mit dem Projekt beschäftigt, in das investiert werden soll, wo man Förderung für bekommen möchte. Mhm. Und dann werden die Anträge nicht richtig geschrieben oder sie werden sogar falsch adressiert. Und dann kommt es dann zum Ablehnungsgrund. Man muss sehr exakt arbeiten. Ja. Sie haben vorhin gesagt, es gibt fast über 5000 Fördermittel. Da frage ich mich natürlich, ist das in jedem Land so oder ist das nur in Deutschland so? In diesem Bereich der Fördermittelberatung ist es echt ein Traumland. Mhm. Selbst die anderen europäischen Mitgliedstaaten sind nicht so ausgeprägt. Deutschland hat mitgeholfen, in Großbritannien das weiter auszubauen und in Frankreich. Warum? Weil man gesehen hat, diese mittelständische Förderung, das sind ja keine Almosen. Mhm. Da liegt ja auch ein Gegenwert dazu. Das heißt, das Unternehmen investiert. Ja. Und das soll natürlich allen zugutekommen. Und da die meisten Förderungen ja aus der Europäischen Union quasi gegenfinanziert sind, haben sich die anderen Länder gesagt, Mensch, alles klar, wir möchten das auch, dieses Wachstum. Es ist wirklich ein Riesenasset, den wir haben. Sie haben gerade ganz spannend gesagt, es sind keine Almosen. Jetzt mache ich mir natürlich Sorgen, so, als wenn ich denke, oh, ich beantrage mal Fördermittel, ist das jetzt ein Kredit mit Sonderkonditionen? Ja. Kriege ich Geld geschenkt? Ne? Wie sieht es da aus? Ja, es gibt ganz viele verschiedene Förderarten, nennen wir das. Ja. Das heißt, viele kennen noch so einen Förderkredit, so von so einer klassischen Förderbank. Genau.
Das sind so die Klassiker. Mhm. Und dann sagen einige, ja, dann hört's auf. Nee, aber dann fängt der ganze Dschungel erst an. Ja, warum? Dieses ganze Förderkreditgeschäft ist das kleinste von allen. Die größten Anteile an allem haben die Zuschüsse. Förderprogramme sind Steuerelemente für die Wirtschaftsförderung und die sollen die Unternehmen auf den besseren Weg hinführen. Man muss nicht nur durch den Dschungel durch, sondern man muss auch etwas dafür tun. Und es ist eben nicht so, dass die Kleinen und Schwachen es viel bekommen, sondern es ist eigentlich von der Größe sehr unterschiedlich. Was ist denn der größte Fehler? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Unternehmer und jetzt plane ich irgendwas. Was ist mein, ist denn Fördermittel da auf der Platte, sag ich mal, oder ist es überhaupt, wo ist der große Fehler dann, wenn ich da starte? Das ist so, als wenn, stellen Sie sich mal vor, Sie sollen eine Doktorarbeit schreiben, mhm, ja, und von jetzt auf gleich, von heute auf morgen, ja, da wird ja wahrscheinlich jeder scheitern. Ja. Erstmal, ne? So, jetzt kommt aber der Investitionsgedanke bei Unternehmen, mhm, der kommt ja dann, wenn der Bedarf an Investition ist. Ja. Und was hat der nicht auf dem Kreis? Förderung. Warum? Der denkt, oder viele denken im Mittelstand, naja, wenn jetzt öffentlich wird, dass wir eine Förderung nutzen würden, zum Beispiel echten Zuschuss, also geschenktes Geld vom Staat, den ging es beim Unternehmen schlecht. Nein, ganz im Gegenteil. Es bekommt ja eigentlich im Großen und Ganzen nur das Unternehmen einen Zuschuss, wenn das Unternehmen das auch durchführen kann. Das ist ja auch positiv gemeint. Das sind ja Steuergelder und die sollen ja das Wirtschaftswachstum in Deutschland auch der Allgemeinheit verbessern. Also können wir wirklich Mut machen unseren Zuschauern, dass sie sagen, ich schaue da nochmal nach. Ist es, wenn ich Unternehmer bin, muss ich einen bestimmten Zeitpunkt beachten? Wichtig ist, dass man sich vorher bei den ersten Gedanken etwas zu tun, bei den ersten Gedanken überhaupt Geld in die Hand zu nehmen, dann sollte man sich mit Förderung beschäftigen. Warum? Man bekommt nur vorne den richtigen Einstieg. Ja, es gibt keine Rückwärtsförderung. Und das ist doch schade. Das ist ja nicht, dass es jemandem weggenommen wird. Mhm. Es wartet eigentlich darauf. Ja, das würde ich normalerweise sagen. Nein, Sie haben vollkommen recht. Aber das soll ja auch jetzt so nicht so niedlich klingen. Ja. Man muss ja auch Arbeit reinstecken. So ist es ja nicht. Ja? Aber wenn man das verpasst hat, dann stellen Sie sich vor, Sie hätten da einen Zuschuss von, stellen Sie sich mal vor, Sie wollen ein Unternehmen kaufen, mhm, und da gäbe es in der Region vielleicht einen 100.000 Euro Zuschuss. Warum? Mhm. Weil da die Arbeitsplätze gerettet, mhm, werden, weil die Infrastruktur davon einen Vorteil hat. So, und jetzt würde das jemand nicht nutzen. Dann würde er auf 100.000 Euro verzichten, nur weil er den Antrag nicht gestellt hat. Er hat die Maßnahme sowieso durchgezogen, er kauft das Unternehmen, er investiert vielleicht 1 Million Euro, er rettet die Arbeitsplätze, er macht neu, er investiert, er schafft bessere Arbeitnehmergehalt, weil dafür ist es auch gedacht, dass die Leute einen besseren Lohn bekommen, dass die Sozialbereiche besser werden, die Infrastruktur, die Gegend, das sind ja alles so Nebeneffekte. Es gibt keine Rückwärtsförderung. Wenn das Ding gestartet ist, ist es vorbei. Und Start heißt, er hat Geld in die Hand genommen, den Unternehmenskauf voranzusetzen. Und das geht in jedem Projekt. Jetzt würde ich ja denken, wenn ich jetzt so ein Unternehmen kaufe, machen wir das Beispiel mal, dann gehe ich zu meiner Hausbank und gucke und sage so, ich habe da jetzt ein Unternehmen gefunden, das würde ich gerne kaufen. Würde ich da auch, ich sag mal, so Informationen bekommen, so vielfältig wie bei Ihnen? Oder eigentlich nicht. Das ist in Deutschland sehr getrennt. Ja. Im Hausbankgeschäft, und Sie brauchen die Hausbank als Partner für viele, Sie brauchen ja ein Konto, wo das Geld eingezahlt werden soll, Sie brauchen ja eine Kontierung. So. Das gesamte Zuschussgeschäft im Innovations- und auch Investitionsbereich, das kriegen Sie nicht bei der Bank. Wir haben hunderte von Förderstellen in Deutschland, alle einzeln, die Sie alle einzeln adressieren müssen. Das heißt, Sie müssen zu dem Projekt, was passt. Ja, ja. Also Sie müssen erstmal welche kennen, dann müssen Sie die richtigen auswählen, dann müssen Sie dahin und die Anträge stellen. Also wir müssen nicht hinfahren, aber es gibt viel online. Aber Sie müssen das einzeln bezogen machen. Bei den Hausbanken bekommen Sie halt das Thema Förderkredit. Das ist auch wichtig. Warum? Ja. Es spart halt viel an Kosten. Sie haben einfach viele Vorteile. Ich kann es nur jedem raten, wenn man Kredit aufnehmen will, sich damit auf jeden Fall zu beschäftigen. Mhm. Aber wie Sie schon sagten, das Thema ist halt sehr komplex. Und ich bekomme halt den Zuschuss für das Unternehmen, was ich jetzt gerade als Beispiel mal genommen habe. Die Höhen können unterschiedlicher sein. Die Region kann unterschiedlich sein. Der Investitionsgrad ist alles einzeln bezogen. Hat den Vorteil, dass dieser Zuschuss, den bekommt man halt nicht bei der Bank. Wenn man sich fragt, warum nicht? Naja, wo soll die Bank den Zuschuss herbezahlen? Ja? Sie könnte ja jetzt nicht die Sparer nehmen und sagen, wir nehmen jetzt die Spareinlage und verschenken das Geld. Mhm. Weil Zuschuss heißt wirklich, das Geld wird nicht zurückgefordert. Das heißt, der Unternehmer, der will investieren und bekommt einen Zuschuss dazu extra. Aber er hat schon selber Geld in die Hand genommen oder wird das tun. Und er liefert Sicherung von Arbeitsplätzen, Sicherung von besseren Infrastrukturen und Sonstiges. Also von daher ist es eigentlich nicht geschenkt, es ist nur nicht rückzahlfähig. Ja. Wie finde ich denn so einen richtigen Berater für mich? Was brauche ich denn da? Also es gibt echt ein paar gute Berater in Deutschland.
Das muss man da schon sagen. Man kann das sogar studieren. Okay. Ja. Das wäre so ein erster Aspekt, wo man sagt, okay, vielleicht sollte er studiert haben. Mhm. Ja, und jetzt nicht irgendwas, sondern man kann Fördermittelberatung studieren, ja, als Ergänzung. Mhm. Das ist nicht zwingend Voraussetzung. Mhm. Ja. Wenn Sie einen guten Megaprofi haben, der das schon jahrelang macht, reicht das auch ohne Studium. Mhm. Aber ich würde mir doch schon angucken, ob der das, was ich gerade machen möchte, schon ein paar Mal gemacht hat. Das klingt jetzt relativ einfach, aber wenn das nicht stimmt von der Chemie her, ja, dann wird das nichts. Mhm. Ja, warum? Sie arbeiten mit dem Berater und das Unternehmen vielleicht Wochen, Monate lang zusammen. Und wenn dann vorne schon so ein bisschen so Sand im Getriebe ist, dann wird das hinten nichts werden. Das klingt das ganz gut, aber das hat eine Auswirkung. Warum? Da werden dann vielleicht die Qualität nicht eingehalten oder der Berater macht dann vielleicht, sagt dann mal eher so, ach ja, das können wir auch noch machen. Das ist nicht Sinn der Sache. Man sollte sich sehr stark fokussieren. Und stellen Sie vor, Sie suchten jetzt jemanden, dann würden Sie auch sagen, so, gefällt der mir erstmal schon vom ersten Ansatz her? Ja. Und dann hat er noch Referenzen und Auszeichnungen und sowas. Mhm. Aber ich würde mir schon jemanden fachlich suchen, der grundsätzlich betriebswirtschaftlich oder auch verwaltungsrechtlich so ausgeprägt ist, dass er sagt, okay, der kann wirklich etwas, was ich nicht kann. Die Sache ist, Sie sagen ja auch, Fördermittel ist so ein Thema, was ich andererseits mich nicht traue zu nutzen. Mhm. Ne? So, also das Ding ist, es sind so, ziehe ich mich komplett aus. Ne? So, ja, also das ist so, ja, auch so ein Unternehmer, der sagt, boah, muss ich jetzt alles aufdecken hier, wenn ich Fördermittel beantrage? Oder wie sieht das aus? Oder ist es nur die Unwissenheit, dass ich es nicht tue? Das ist ja so ein Barbonspiel, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, wenn man das so trennen könnte, oder wenn wir das jetzt schaffen würden, das so zu trennen. Und zwar beim Förderkredit ist ja über den Hausbankbereich zu fahren. Da sind halt viele Daten notwendig. Warum? Weil ja das Geld zurückgeführt werden muss. Genau. Ja, die Bank gibt einen Kredit, egal ob jetzt Förderkredit, welche Möglichkeiten auch immer da sind, ist ja sehr vielfältig. Jetzt haben wir auf der anderen Seite das Thema Zuschuss. Da ist also nicht das Thema Sicherheit im Vordergrund, sondern das Thema der Investition in die Zukunft. Ja. Wenn man von Förderstellen gefragt wird, was soll daraus werden, was sie da machen wollen, dann erwarten die ein Zukunftskonzept. Mhm. Und dann muss ich natürlich auch wieder mir Gedanken vorher gemacht haben. Ja. Also bei Zuschüssen ist wieder weniger die Vergangenheit entscheidend, sondern eher die Zukunft. Mhm. Gerade bei Innovation, wenn wir von Innovationszuschüssen reden, die sind noch wesentlich höher, da erwartet man, dass das ein planbares, nachvollziehbares, strategisches Unterlagenpapier entsteht, wo man sagt, der Zuschuss ist gut investiert, um es mal ganz einfach zu sagen. Ja. Sonst könnte ja jeder kommen. Also Hausbank ist mir so vergangenheitsbezogen, plus Zukunft auch nach vorne. Aber beim Zuschuss ist primär die Zukunft entscheidend. Also eine reine verrückte Idee wäre jetzt, also wenn sie sehr zukunftsorientiert wäre, könnte ich sie auch gefördert kriegen. Ja. Aber nur so eine verrückte Idee mal in die Welt geschossen, da müsste man schon sagen, naja, das wird richtig geprüft, oder? Ja, also wir haben einige Bundesländer, okay, die suchen gerade so in dem Förderbereich so ihre Position. Und zwar folgendes, es gibt zwei besondere Bundesländer, die Ideen stark fördern von Gründern. Okay. Ja, Gründer ist also, das zum Beispiel in diesem Fall ist es in Hamburg etwas, dass die ersten zwei Jahre werden dort besonders für Gründer gefördert, die eigentlich noch so in der Ideenfindung sind. Ah, das ist da gibt es dann 100% Zuschuss, muss man sich vorstellen, 100%, das heißt, man braucht eigentlich gar kein Eigenkapital, wovon ich abrate, weil ich finde, es ist immer sinnvoll, auch eine gewisse eigene Masse zu haben. Warum macht man das in der Stadt? Warum? Die haben eine ganz starke Gründerstruktur. Die haben auch das Know-how, da ist Portal, das ist richtig. Das haben andere Bundesländer auch. Die sind vielleicht in anderen Bereichen sehr stark. Ja? Also das ist von Bundesland zu Bundesland auch. Ja, und innerhalb der Bundesländer ja auch noch die verschiedenen Förderstellen. Ja, okay. So, das ist so das eine. Aber grundsätzlich ist es so, Sie haben schon recht, wenn wir eine total... Ja, vielleicht ist es auch falsch von mir, muss ich auch sagen. Mhm. Ich sag mal, so eine total spinnerte Idee. Mhm. Ja, wenn das total aus dem Rahmen ist, dann muss man sich heute schon fragen, ist es sogar gut? Ja. Aber wir sind vielleicht ein bisschen konservativer. Mhm. Wir sind sehr stark mittelstandsgeprägt. Also eine total verrückte Idee zu sagen, ich werde die nächsten zwei Jahre daran arbeiten, auf den Mars zu fliegen. Und ich sage, okay, die Mars-Flugserie ist super, aber zwei Jahre ist vielleicht zu kurz. Ja. Dass man sich mal ein paar Aspekte daraus sucht. Also von daher, Sie merken schon, dass das ist... eine Abwägung von den Parametern. Was ist auch eine verrückte Idee? Ja, heutzutage, was ist schon verrückt? Heute ist alles verrückt, ja. Deutschland und die verschiedenen Bundesländer bieten ja sehr viele Fördermittel. Hm? Auch EU-Mittel war vorhin so gefallen. Wie sieht es aus? Mhm. Kann jeder überall beantragen?
Eigentlich grundsätzlich ja, kommt immer auf das Investitionsobjekt an. Okay. Aber zum Beispiel, wenn es gibt ganz spezielle Bereiche in der Innovationsförderung für mittelständische Unternehmen, da ist der Zuschuss auch aktuell 70% fest. Das heißt, man muss überlegen, wenn da ein Innovationsprojekt auf der EU-Ebene beantragt wird. Das heißt, es gibt ein extra Portal bei der Europäischen Kommission, die spezielle Mittel aus dem europäischen Bereich dann auch vergibt. Da ist der Zuschuss am höchsten, höher als in Deutschland, höher als in allen anderen. Warum? Weil die EU den höchsten Zuschuss bei Innovationsprojekten hat. Der Zuschuss ist 70%. Wir haben gerade letztes Jahr 3 Projekte abgeschlossen. Das eine hatte 2 Millionen Euro Volumen insgesamt für eine Innovation. Und dann ist der Zuschuss 1,4 Millionen. Das klingt jetzt erstmal viel. Aber natürlich wird hier das Risiko auch bezuschusst. Das ist was ganz anderes als ein Förderkredit. Bei einem Förderkredit bei der Bank fragt die Bank, haben Sie Sicherheiten? Also haben Sie ein Eigenkapital? Klar. Bei der EU steht das vielfach hervor, was am Ende rauskommt. Das ist der Unterschied. Also das eine ist bei der Bank Sicherheiten denken, ist ja auch richtig so, ja, weil es sind ja Gelder, die dann auch wieder zurückgeführt werden müssen. Ja. Und das, was ich jetzt gesagt habe, wenn so ein Mittelständler auf KMU-Ebene, auf KMU im EU-Ebenbereich einen Antrag stellen würde und er hat einen 70-prozentigen Zuschuss, dann ist das von Beispiel jetzt 2 Millionen, ja, sind das 1,4 Millionen Euro ist der Zuschuss, der nicht zurückgezahlt wird. Und es gibt da auch im größten Fall auch keine Höhenbegrenzung. Natürlich wird es irgendwann auch unwirtschaftlich fürs Unternehmen, aber das ist das Thema EU und Deutschland. Also es gibt auch noch verschiedene Länder, Bundesland, EU, das ist nochmal eine ganz andere Ebene. Also wir haben die Breite und wir haben die Höhe. Ich habe verstanden jetzt, dass es ist ganz egal, ob es sich um 100.000 handelt oder um Millionenbeträge handelt. Es lohnt sich, Fördermittel zu beantragen. Jetzt stelle ich mir gerade so die Frage, aber ist es unterschiedlich, ob ich nur in Deutschland oder in der EU frage? Ist der EU-Topf größer als der Deutschland-Topf? Das hört sich gerade so ein bisschen so an. Ja, der Gesamttopf aktuell an Zuschüssen, nur von der Höhe heraus, ist 1 Billion Euro. An Zuschüssen für den Zeitraum von 2014 bis 2020, ist immer so ein 7-Jahres-Zeitraum. Das Kreditvolumen ist aber noch 8-mal höher. Das sind ja schon Summen, die da im Raum schweben, wo man immer sagt, es schwebt eine Pipeline über unserem Kopf, wann möchten Sie die wirklich mal anzapfen? Fördermittel könnte ein Weg sein. Herr Schimmelfeder, kann ich als Solopreneur auch Anträge stellen? Grundsätzlich kann erstmal jede Größe von Unternehmen, also ab dem ersten Menschen im Unternehmen oder auch schon vor der Gründung, gibt es ja auch schon Förderung. Erstmal Fördergrundsätzlichkeit abhängig vom Projekt, abhängig, ob das auch in den Förderraum passt. Nach oben an Mitarbeiterzahlen ist keine Grenze gegeben. Es unterscheiden sich die Förderprogramme immer nur, ist das eine Förderprogramm vielleicht für ein großes Unternehmen, vielleicht für Konzerne, dann haben die meistens nicht den Förderzugang zu den klassischen Mittelstandsprogrammen und andersrum auch. Es gibt einige Förderprogramme, da brauchen sie eine Mindestmenge an Mitarbeiterzahl oder auch eine Mindestmenge an Umsatz oder auch eine Mindestmenge an Investitionsvolumen, weil das Förderprogramm, deswegen gibt es auch verschieden viele, direkt auf die Investitionsart dann zugeschnitten ist. Es macht jetzt keinen Sinn, ein 3 Millionen, oder Sinn vielleicht schon, aber das wird technisch nicht gehen, einen 3 Millionen Euro Zuschuss von der EU zu beantragen, wenn ich ganz allein auf der Welt bin. Das wird technisch ein bisschen schwierig, weil das kann man ja nicht umsetzen. Und das ist der Hintergrund. Also, wir selber machen eigentlich so ab 10, 12, 20, 30, 40, 50 Mitarbeiter die sinnvollste Beratung. Weil unsere Volumina, die wir bewegen, auch eine andere Größe haben. Wir sind vor 20 Jahren mit kleineren Sachen angefangen. Und dafür gibt es auch gute Berater draußen. Ja? Also es gibt wirklich gute Berater, die sich gerade im selbstständigen Bereich sehr hervorgetan haben. Das haben wir auch gemacht. Aber mit der Zeit haben wir einfach gesehen, dass die spannenden Projekte, die sind dann so ab der Mitarbeiterzahl mindestens 10. Da kann man was bewegen, da wird was innoviert, da wird was Neues gemacht. Da wollen die Menschen vielleicht auch die Welt nochmal verändern. Und das ist ja das Spannende. Das finde ich einfach super, wenn man da positiv eingreifen kann. Es ist ja im Moment, Herr Schimmelfeder, so die Frage Digitalisierung und Datenschutzverordnung, die ja jeden, glaube ich, stresst, gerade als Unternehmer. Gibt es in diesem Bereich auch Fördermittel? Viele glauben, dass sie da auch so allein gelassen sind, ja, und die ganzen Kosten und wer soll das alles tragen und ich muss mich vielleicht im Internet besser aufstellen. Aber es gibt für den mittelständischen Betrieb, in diesem Fall bis 100 Mitarbeiter, echte Zuschussberatungskosten. Und dann gibt es aber auch für die größeren Unternehmen Investitionskostenbeiträge oder Förderprogramme für diese Investition in die Digitalisierung. Und das ist ja das Wichtigste, weil die Investition an sich selber schützt ja das Unternehmen und die damit verbundenen Arbeitsplätze und die damit verbundene unternehmerische Leistung, das in die nächste Zukunft zu tragen.
Denn was wäre es, wenn wir sagen, ja, Digitalisierung interessiert mich nicht, das ist mir alles irgendwie so ein schwarzes Loch, habe ich keine Ahnung von. Das dreht sich jeden Tag schneller. Und die Förderung in Deutschland als Mittelstandsförderung hat sich da einfach auch klar mitgestellt, okay, wir werden das stützen. Investitionen in Digitalisierung ist immer ein Förderthema und wird es auch die nächsten Jahre bleiben. Davon bin ich fest überzeugt. Herr Schimmelfeder, jetzt stellen sich ja unsere Zuschauer sicherlich die Frage nach der Zeit, die wir jetzt miteinander gesprochen haben über Fördermittel. Was könnte ich tun, ohne einen Fördermittelberater direkt einzuschalten? Hätten Sie vielleicht 3 Tipps, wo unsere Zuschauer mit durchstarten könnten? Ja. 3 Tipps gebe ich gerne. Warum? Das Wichtigste ist, dass man es frühzeitig, wenn man den Gedanken schon im Kopf hat, sich an dem Punkt zum Thema Fördermittel schon mal im Internet vielleicht recherchieren kann. Also in dem Moment, wo die Idee kommt, ist der Zeitpunkt auch für das Thema Fördermittel dabei. Nicht für die Beratung, sondern erstmal, gibt es was für mich? Was gibt es vielleicht? Wie hat das welchen Einfluss für mich? Das braucht man, wenn man sich vorbereitet. Das Zweite ist, und das ist das Zweitwichtigste, man darf nicht mit der Investition, die man plant, ob es jetzt eine Erfindung ist, also eine Innovation, um den nächsten Schritt zu gehen, oder ob Sie ein Unternehmen kaufen wollen, ob Sie sich gründen wollen, ins Ausland investieren, Joint Venture, Franchise, das hatten wir alles, dann muss das vorher gemacht werden. Der Antrag muss weit vorher gestellt werden, damit Sie auch noch Zeit haben, das also tatsächlich umzusetzen. Das heißt also Vorbereitungszeit, dann kommt ein Zeitpunkt der Antragstellung, das muss vor dem ersten Euro entstehen. Sonst wird das nichts. Planerische Vorleistung ist erlaubt, ja, aber ich sage immer frühzeitig, frühzeitig, frühzeitig. Und dann, jeder, der ein bisschen recherchiert, kommt vielleicht auch auf das Thema, das ist Förderdatenbank. Ja, das ist eine offene Datenbank mit ca. 2000 Programmen. Da sind zwar nicht alle Förderprogramme drin, die man nutzen könnte, aber schon ein großer Teil. Und das finden Sie im Internet. Wenn Sie Förderdatenbank und Bundesministerium für Wirtschaft eingeben, dann kommen Sie auch auf die Webseite. Da ist ein Filterprozess, ist auch eine offizielle Webseite vom Wirtschaftsministerium. Da ist ein Teil drin. Kriegen Sie aber schon mal einen ersten Ansatz, wo das für Sie wahrscheinlich erstmal schon mal so eine Richtung gibt. Geht was nicht. Dann kommen Sie auf den Geschmack und dann verfahren Sie einfach weiter. Herzlichen Dank, Herr Schimmelfeder, für diese umfangreichen Informationen. Das war für mich wirklich eine Lichtung des Förderdschungels. Schon ein bisschen haben Sie den Weg frei gemacht heute. Ich wünsche Ihnen auf Ihrem Weg der Förderungen, die Sie weiter Ihren Unternehmen bieten, viel Erfolg natürlich auch für Sie. Was war der Wunsch? Mehr Zeit? Ja. Genau. Ganz herzlichen Dank und Ihnen, liebe Zuschauer, hinein in den Förderdschungel. Und es gibt genügend Unterstützung da draußen. Ich freue mich und sage auf bald. Ihre Martina Hautau. Und wenn Sie jemanden kennen, der auch eine tolle Expertise hat und Sie sagen, das ist ein Thema, das würde ich gerne mal im Fernsehen sehen, dann schreiben Sie uns doch einfach. Und wir schauen, ob wir bald auch darüber eine Sendung machen.